Also dass wir jetzt am 15. April die Atomkraftwerke abschalten, ist völlig widersinnig. Gerade beim Thema Asyl und Flüchtlinge sieht man ja in den letzten Tagen, die Bürgermeister, die Landräte kommen jetzt und sagen, es geht nicht mehr. Dass wir 70 Jahre Frieden hatten auf diesem Kontinent, hat doch etwas damit zu tun, wie wir Außen- und Sicherheitspolitik betrieben haben. Es gibt klare Kriterien, wie Deutschland sich verhält. Und die wird innerhalb von Wochen und Monaten, löst sich das alles gerade auf. Herzlich willkommen zu Schuler fragen, was ist. Mein heutiger Gast ist der Sachsenrebell der CDU. Ihm sind die Bürger im Freistaat wichtiger als der Applaus aus der Parteizentrale. Er stürzt sich ins Getümmel und spricht mit Leuten auf offener Straße, wo andere die Nase rümpfen. Er ist gewissermaßen der Volkstribun unter Glattgeschliffenen im CDU-Präsidium. Herzlich willkommen, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Was für eine Begrüßung. Widersprechen Sie, wenn es irgendwo nicht stimmte? Naja, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich bin gespannt auf das Gespräch mit Ihnen. Wir sprechen heute hier in der Landesvertretung Sachsens in Berlin. Hat sich die Hauptstadt zu Teilen vom Rest des Landes entkoppelt aus Ihrer Sicht? Es ist schon anders, natürlich. Der Diskurs, die Menschen, die hier miteinander zu tun haben, auch die Arbeit, wenn man an einem Gesetz arbeitet, dann ist man so fokussiert und hat natürlich in gewisser Weise einen Tunnelblick. Und das merkt man schon. Großstadt ist insgesamt anders als ländlicher Raum. Und deswegen ist es schon wichtig, immer wieder die Bodenhaftung in die Regionen. Was passiert da? Was interessiert die Bürgermeisterin? Was interessiert die Menschen in unserem Land? Das ist wichtig. Ich frage das auch deshalb, weil die Bundesregierung ja Entscheidungen trifft, beispielsweise das Abschalten der Atomkraftwerke mitten in einer Energiekrise, die sich auch für einfache Leute nicht so ohne weiteres logisch erschließen. Wir haben in den Parteiapparaten, aber auch in der Regierung immer mehr Leute, die im Prinzip nur reine Parteikarriere gemacht haben. Ist das nicht doch ein Stück weit Entkopplung vom normalen Leben? Naja gut, ich glaube, hier kommen verschiedene Dinge zusammen. Das, was ich am Anfang gemeint habe, ist in der Tat dieses Phänomen Metropole, Politikbetrieb, der immer wieder die Rückkopplung braucht, auch zu den ganz normalen, einfachen Menschen, die jeden früh aufstehen, ihre Arbeit machen. Das, was Sie jetzt beschreiben mit der Atomkraft, ist blanke Ideologie und Idiotie, muss man sagen. In so einer schwierigen Zeit, Sie haben es gesagt, so einer Energiekrise, hält man sich alle Optionen offen, um auch zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, ja oder nein. Also, dass wir jetzt am 15. April die Atomkraftwerke abschalten, ist völlig widersinnig. Aber ist die Union so viel besser drin? Also die Bundesregierung trifft Entscheidungen, die dazu führen, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen vor Ort in den Landkreisen volllaufen. Und Ihr Landrat Udo Witschers hat das in Bautzen auf den Punkt gebracht, dass er sagte, er kann jetzt seine Turnhallen nicht leer räumen. Und da ist er schwer kritisiert worden aus der Parteizentrale der CDU, anstatt darauf hinzuweisen, dass die Entscheidungen für die Migrationspolitik beim Bund getroffen werden. Wir leben in einer Demokratie, da ist nichts richtig perfekt und deswegen gibt es Wahlen und wenn die Menschen im Land unzufrieden sind, dann bekommt man das auch als Quittung bei einer Wahl und dann verliert man auch einmal und das ist jetzt ja der CDU bei der letzten Bundestagswahl auch passiert. Deswegen, niemand ist fehlerfrei. Der Punkt ist, wir müssen ein Verhältnis miteinander haben, Bund und Länder, auch die politischen Parteien, dass man in einem Wettbewerb ist und wir hatten das mit Frau Merkel, die hat das nicht toll gefunden, wenn Ministerpräsidentenkonferenzen stattfanden und man sich da gerieben hat. Aber sie wusste, es ist wichtig für den Zusammenhalt dieses Landes. Und die aktuelle Regierung ist wirklich in einer Selbstherrlichkeit unterwegs, schaltet und waltet und zieht die Dinge durch, ohne wirklich mit den Ländern, mit den Kommunen zu sprechen. Gerade beim Thema Asyl und Flüchtlinge sieht man ja in den letzten Tagen, die Bürgermeister, die Landräte kommen jetzt und sagen, es geht nicht mehr. Der Bundeskanzler fühlt sich jetzt genötigt zu sagen, ja, wir müssen jetzt Rückführungsabkommen zu machen. Aber das ist alles erstens zu spät, zu halbherzig und nimmt eben die Menschen vor Ort eigentlich nicht ernst. Und das spürt man. Aber CDU-Generalsekretär Mario Chaya hat sich auch im Namen von Friedrich Merz von dem Landrat ausdrücklich distanziert. Sie haben sich dahinter gestellt, haben erklärt, was er meint. Hat Berlin, der hat die Parteizentrale Adenauerhaus, irgendwie höhere Erkenntnisse oder auch den Kontakt zu verloren? Na, die Frage ist jetzt, worüber wollen wir reden? Wollen wir jetzt über den einzelnen Landrat reden? Ich hatte ein Interesse daran, über das Thema Umgang, Solidarität, Menschen mit Fluchterfahrung zu sprechen. Und da würde ich sagen, wir haben es richtig toll gemacht mit den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind. Die sind hier auch angekommen, die kriegen hier auch Unterstützung. Und wir sehen eine große Zahl von Menschen, die über die Westbalkanroute kommen, über die türkisch-bulgarische Grenze. Es ist mittlerweile auch aufgeklärt, diese Grenze wird nicht richtig bewacht.
Und wir sehen eine Überforderung in vielen Landkreisen. Man geht wieder dazu über, Turnhallen zu akquirieren und die Menschen dazu unterzubringen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, jetzt ist aber wirklich der Punkt gekommen, wenn man den Zusammenhalt jetzt stärken will, dann muss diese Bundesregierung zu einem echten Flüchtlingsgipfel einladen. Dann muss jetzt mal endlich die sichere Herkunftsländer für Georgien und die Maghreb-Staaten kommen. Ist vollkommen klar, wenn diese Entscheidung getroffen wird, ist das ein Signal für die Menschen aus diesen Regionen, es lohnt nicht, sich auf diesen Weg nach Deutschland zu machen. Wir brauchen diese Rückführungsabkommen. Wir müssen den Bulgaren helfen, dass sie ihre Grenze anständig sichern, so wie das zwischen der Türkei und Griechenland jetzt auch passiert oder wie die Polen das mit Weißrussland gemacht haben. Das sind doch die Dinge, die jetzt passieren müssen. Und diese Alibi Äußerungen und dann auch wieder immer nur die Verdächtigung. Jeder, der eine kritische Wortmeldung hat zum Thema Asyl und Flüchtlinge, jetzt auch mit den Turnhallen, der wird sofort irgendwie in die rechte Ecke gesteckt. Das geht doch nicht. Man muss doch mal jetzt die Realitäten in diesem Land zur Kenntnis nehmen. Trauen Sie der Innenministerin zu, das Problem zu lösen? Die letzten Migrationsgipfel waren ja nicht besonders ertragreich. Ja, es ist genau das. Die Landräte in diesem Land sagen, wir fühlen uns vorgeführt. Wir haben einen Flüchtlingsgipfel gehabt. Da ist nichts bei rausgekommen. Jetzt wird wieder eingeladen, weil Druck da ist, aber ohne den Bundeskanzler. Und ich finde, so kann man bei diesem Thema nicht umgehen. Man merkt wirklich, die Nerven liegen blank. Und wir als Union übernehmen auch Verantwortung, versuchen zu beruhigen. Ich habe selbst einen Flüchtlingsgipfel gehabt. Eigentlich alle Ministerpräsidenten haben das mittlerweile gemacht. Aber man merkt ja, dass die Zahl so ist, dass man irgendwann nicht mehr ohne Turnhalle, ohne Zelte umgehen kann. Und das kann doch nicht richtig sein. Man muss in dieser Situation mal Prioritäten setzen. Die Priorität liegt auf den Menschen, die aus dem Kriegsgebiet aus der Ukraine kommen. Und dass wir jetzt beispielsweise noch freiwillige Aufnahmeprogramme haben und so etwas. Das muss doch jetzt mal ausgesetzt werden für die nächste Zeit. Das ist doch vollkommen klar. Das ist der gesunde Menschenverstand, der jetzt hier greifen muss. Aber liegen nicht auch bei der Union die Nerven blank? Wenn solche Distanzierungen kommen, hat man den Eindruck, es geht mehr darum, ja, nicht in irgendeine Ecke gestellt zu werden, ja, von Grünen und SPD irgendwie nett behandelt zu werden, als dass man die Probleme vor Ort thematisiert. Wir thematisieren die Themen vor Ort, aber wir sind eine christliche und konservative Partei. Und da, finde ich, gehört eine anständige Sprache dazu. Und wissen Sie, als Christ, wenn man um Hilfe gebeten wird, und Nein sagen muss. Und ich sag mal so, selbst Menschen, die zu uns kommen, die keinen Asylgrund haben, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen, aus Nordafrika, und man sagt ihnen Nein, ihr könnt hier nicht bleiben, dann muss ich das trotzdem als Christ, als anständiger Mensch in einer anständigen Sprache empathisch tun. Und das darauf lege ich ehrlich gesagt auch Wert. Nun hat die Union eine ganze Reihe von Unvereinbarkeitsbeschlüssen im Umgang mit der AfD beschlossen. Und eine Frage, die im Vorfeld zu diesem Gespräch auch von den Leuten auf Instagram immer wieder gestellt wurde, glauben Sie, dass die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Kooperation mit der AfD gerade angesichts der Stärke der AfD bei Ihnen im Land so lange bestehen bleiben, wie Ihre politische Karriere noch geht? Oder fällt das irgendwann? Ich hoffe, dass die AfD dann nicht mehr gibt. Ich muss Ihnen sagen, ich war bis 2017 im Deutschen Bundestag. Als junger Abgeordneter, unerfahren, und wir haben auch sicher in der Zeit Fehler gemacht und uns auch im Ton vergriffen. Aber es gab dann immer Leute, die gekommen sind und gesagt haben, also jetzt so nicht. Und auch Friedrich Merz gehörte dazu, andere ältere Kollegen. Und dann bin ich nach 2017, nachdem ich ausgeschieden bin aus dem Bundestag, nach einer Zeit wieder mal bei einer Debatte gewesen. Und muss Ihnen sagen, ich habe das in den 15 Jahren zuvor nicht erlebt. Diese Stimmung, diese Reden, diese Aggressivität, ist so bösartig, was die AfD hier tut. Und das ist im Sächsischen Landtag genauso. Es ist eine so zunehmend sich rechtsradikal entwickelnde Partei. Das sagen ja auch all jene, die mit zu den Gründern gehört haben, die in gewissen Zeit den Weg begleitet haben. Alle Vernünftigen werden aussortiert. Diese Partei ist eine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie. Und deswegen ist es richtig, dass wir da klar Stellung beziehen. Und es gibt es, wie überall, auch Persönlichkeiten, die vernünftig sind, die in einem Freundeskreis sind, also nicht bei mir, aber mag sein, ja, oder in der Bürgerschaft, oder es ist der Klempner, der mir schon immer geholfen hat. Aber die Truppe, die Führung, das, was sie im Kern vertreten, das, was auf Parteitagen beschlossen worden ist, das ist so bösartig, dieser radikale Populismus, dass man in der Tat hier eine klare Linie ziehen muss. Und jetzt ist es eben so, dass Kommunalpolitik und sich um ganz konkrete Dinge vor Ort kümmert, um die Schule, um den Radweg. Und da ist es, glaube ich, auch richtig, dass man das in den Mittelpunkt stellt.
Aber gemeinsame Fraktionen, gemeinsame Initiativen, gemeinsame Anträge, die kann es so nicht geben, weil man damit der Bevölkerung signalisiert, das ist im Kern in Ordnung. Nein, das ist es nicht. Es ist eine echte Gefahr für dieses Land. Nun hat Friedrich Merz mal gesagt, er wolle die AfD halbieren. Kommt das noch oder ist das langsam ins Vergessen gedrückt? Ja, es ist ein Wettbewerb und wir müssen als CDU überzeugen. Es gibt hier große Herausforderungen in diesem Land. Wir kennen ja die Gründe, die zu dem Aufstieg der AfD geführt haben. Das war die Frage der Staatsschuldenkrise, das war danach die Flüchtlingskrise. Es war jetzt auch beim Thema Corona dieses ganz bewusst Abseitsstehen neben wissenschaftlichen Erkenntnissen und damit auch da Ansprechpartner zu sein für einen Teil der Bevölkerung. Und jetzt beginnt eine neue Zeit, wir haben neue Themen und damit ist jeder Tag ist eine Chance, wieder Vertrauen zurückzugewinnen oder zu stärken. Nun wird die Union in Sachsen so gelegentlich in den Umfragen von der AfD sogar überholt. Was sagen Sie denn 30% Leuten, die der AfD zuneigen? Ihre Stimme ist falsch? Also mit anderen Worten, ist die Strategie, die die Union gewählt hat, gerade im Osten aufgegangen? Na schauen Sie, ich habe meinen Wahlkreis verloren gegen einen AfD-Abgeordneten. Und ich habe das zu einer Zeit ist passiert, da war die AfD das erste Mal stärkste Kraft bei einer Bundestagswahl bei uns im Freistaat Sachsen. Und seitdem arbeite ich jeden Tag dafür, Vertrauen zu generieren, die Menschen in den ländlichen Regionen deutlich zu machen, ihr seid wichtig, wir können die Dinge klären. Eine klare Sprache zu bringen bei den Themen, wo es Unverständnis gibt mit Bundespolitik oder auch mit Landespolitik. Ein Verständnis zu generieren, dass Politik nicht darin besteht und Demokratie, dass man seine eigene Meinung immer wieder bestätigt bekommt, sondern dass wir mit verschiedenen Meinungen umgehen und sie zusammenhalten. Sie nicken und sagen eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das scheint ja so nicht selbstverständlich zu sein. Dieses Bild wird ja gerade von der AfD auch nicht vermittelt. Es wird ja ganz bewusst polarisiert und diejenigen, die eine andere Meinung haben, die einen anderen Weg werden, also auch immer wieder diskreditiert. Und von daher ist für mich jeder Tag ein Arbeitstag für diese Demokratie. Und wir haben es jetzt bisher geschafft, eine stabile Mehrheit, eine stabile Regierung zu bekommen. Nicht so, wie ein Teil der Bevölkerung das sich gewünscht hat. Wir regieren als Union mit FDP, mit SPD und Grünen gemeinsam. Wer das anders haben will, der muss dafür sorgen, dass die Union bei der nächsten Wahl auch stärker wird. Dann gibt es auch andere Optionen. Wir haben dieser Tage gerade ein Problem in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ein Dorf, Upal heißt das. Wir können das gleich mal hier im Video sehen. Da soll ein Migrantenheim gebaut werden für 500 Leute. 500 Leute wohnen da auch nur in dem Ort. Und da gibt es natürlich Ärger. Das hat, wenn Sie die Wortmeldung hören, tatsächlich auch mit dem AfD-Thema zu tun. Wir werden hingestellt auf vollendeten Tatsachen. Weil das geht ja gar nicht, dass wir sie gar nicht haben wollen oder nicht helfen wollen. Es ist zu viel und von Integration kann dann überhaupt keiner mehr sprechen. Die sollen nur irgendwo unterkommen und dann werden sie sich selbst überlassen, weil das Personal gar nicht da ist und das gibt zwangsläufig Probleme. Und wir wollen hier was tun, weil wir das kommen sehen, weil wir hier schon was verhindern wollen. Das ist unsere Sorge. Auch wenn ich jetzt einen Abgelehnten habe, welche Nationalität auch immer, dann muss der aber auch weg. Ja, es brennt doch in Deutschland an jeder Ecke, in Bayern, im Osten von Deutschland, im Süden in Deutschland. Die haben alle Probleme, die ganzen Landräte, weil sie über den Nuckel gezogen werden. Und der Staat treibt uns doch dazu, wenn sie immer mehr reinholen und so wie jetzt die nach Upal bringen. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Die treiben uns zur AfD hin. Das ist aber der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, aber welcher Weg ist denn richtig? Ich weiß ja nicht, wer mal... Und vergewaltigt zu werden, schönen Dank. Die Meinung so... Unser Kollege Jan Caron hat das vor Ort gedreht. Sie kennen ähnliche Versammlungen aus Sachsen. Sie gehen da ja recht offensiv hin. Was denken Sie, wenn Sie solche Bilder sehen? Ja, wir haben am Anfang der Diskussion darüber ja gesprochen, dass das Ganze ja auch gestaltbar ist. In Deutschland ist das Asylrecht kein Gnadenrecht, wie das in anderen Staaten der Welt ist, sondern ein Rechtsanspruch. Man kann ein gerichtliches Verfahren machen. Das ist ein erstes Thema. Wir müssen eigentlich darüber sprechen, ob das so bleiben kann, ob wir diesen Umfang an Schutz haben wollen und in Zukunft generieren können. Aber jetzt aktuell geht es um die Frage, ob wir erstens eigene Aufnahmeprogramme in der Größenordnung noch fortführen können. Das wäre eine Frage an Frau Faeser. Wir haben sie als Ministerpräsidentin immer wieder gestellt, gesagt, so geht es nicht. Zweitens,
mit der Ausweisung der Maghreb-Staaten, also der nordafrikanischen Staaten und Georgien als sichere Herkunftsländer. Das hängt ja damit zusammen, die Anerkennungsquote bei diesen Ländern ist so minimal, sie sind sichere Herkunftsländer. In dem Moment, wo man das ausweist, gibt es diese Beweislastumkehr im Gerichtsverfahren. Es ist ein klares Signal für die Menschen aus den Regionen. Es wird sich schlagartig etwas ändern, was den Zustrom angeht. Kann man konkret etwas tun? Ist an den Grünen damals im Bundesrat gescheitert. Könnte man jetzt tun. Und das Dritte ist, die Grenzsicherung Bulgarien zur Türkei. Da kommt derzeit der Migrationsstrom her, mit einem stärkeren Engagement der europäischen Staaten, auch Deutschland in dieser Region. Kann man es machen, wie es die Polen hinbekommen haben gegenüber Weißrussland? Und dann wird sich diese Frage klären. So wie das jetzt gerade aktuell läuft, haben wir keine Instrumente in der Hand, diesen Zuwachs an Schutzsuchenden wirklich gewährleisten. Und dann ist das so, ich kenne das Mecklenburg-Vorpommern zu wenig, aber es ist doch am Ende so, eine Landesdirektion sitzt da und schaut, wo gibt es freie Unterkünfte. Wir haben in der nächsten Woche 500 oder 600 Menschen, die müssen untergebracht werden, die können nicht auf der Straße stehen. Also nimmt man die Dinge, die da sind. Und dann passieren genau diese Sachen. Und da ist es so, dass die Bürgerinnen und Bürger, die haben jetzt das Verhältnis 500 zu 500 gesagt, sagen, das geht doch eigentlich praktisch nicht. Und wenn man denen entgegenkommen könnte und sagen könnte, haben wir verstanden, wir machen das mit einem anständigen Sozialarbeiterkonzept und es kommen nur 100 oder 150 und es sind Familien und wir haben hier auch einen Ansprechpartner. Wenn es wirklich Probleme gibt, dann werden wir uns sehr schnell darum kümmern können. Dann ist das ja, wäre das ja auch schon eine Antwort. Aber die Kollegen vermutlich in der Verwaltung werden sagen, aber ich brauche diese 500 Plätze. Und dann mischen sich unter diese Bürgerinnen und Bürger eben auch immer wieder auch politische Akteure, die ganz bewusst zündeln wollen. Und ich würde schon sagen, es ist wichtig für uns als Demokraten, dass wir die Sorgen und auch die Interessen der Bevölkerung ernst nehmen, sie mit vertreten und sie nicht in eine Ecke treiben lassen, wo sie nicht hingehören. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob wir mit der Nazi-Keule zu schnell unterwegs sind. Oft ja. Es ist natürlich so, dass das ein Thema ist, was Deutschland ganz bewusst beschäftigt und auch zu Recht beschäftigt. Deswegen wollen wir und müssen wir da vorsichtig sein. Aber an vielen Punkten endet dann auch jede Diskussion und das ist nicht gut. Deutschland hat gerade gemeinsam mit Frankreich sich dagegen ausgesprochen, dass es Grenzzäune an den Außengrenzen Europas geben soll. Ist das sinnvoll oder das ist jetzt der Zaun nach Belarus zwischen Polen und Weißrussland? Oder ist die deutsche Migrationspolitik besonders, sagen wir mal, romantisierend unterwegs? Ja, Frankreich hat keine solchen Außengrenzen und Deutschland auch nicht. Wir können da immer gut Sprüche machen. Ich fand, die Polen haben einen sehr wichtigen Beitrag für die Sicherheit in der Europäischen Union geleistet. Und ich habe sie auch sehr unterstützt, als sie sich da engagiert haben. Da sind viele über sie hergefallen. Diese Freizügigkeit, die wir im Inneren der Europäischen Union haben, können wir doch nur haben, wenn unsere Außengrenzen kontrolliert werden. Und ob das ein Zaun sein muss oder was es auch immer ist, aber wir müssen kontrollieren, wer diese Grenze überschreitet. Und wir sehen doch jetzt gerade wieder in dieser Situation, dass wir das nicht kontrollieren können. Deswegen ein Zaun, der Übergangsstellen hat, durch die man kontrolliert hindurchgehen kann. Wo ist das Problem, bitteschön? Hat jeder bei sich zu Hause? Das ist in der Tat die Frage. Und ich stelle mir eben auch gelegentlich die Frage, ob eigentlich Deutschland oder auch Frankreich sich klar machen, dass solche Aussagen ja für die restliche Union mitgetroffen werden, die dann zu Transitländern werden. Woran liegt das, dass Deutschland und Frankreich sich so überlegen fühlen in der EU, das gewissermaßen für andere mitentscheiden zu wollen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir das europäische Projekt für die Zukunft sichern wollen, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen und immer nicht nur dann, wenn die anderen unsere Meinung haben, sondern auch in anderen Positionen ganz bewusst die Interessen und die Sichtweisen auch der osteuropäischen Staaten mit einzubeziehen und sie nicht einfach nur beiseite zu schieben und sie dann zu verwenden, wenn man sie braucht, wenn sie einem gerade passt. Wir haben einen anderen Migrationsstrom, der aus der Ukraine kommt und mit dem Krieg dort zu tun hat. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Russischen Föderation?
Ich habe kein Verhältnis zur russischen Redaktion. Ja gut, Sie gelten ja immer so ein bisschen als solitär, um es mal vorsichtig zu sagen, innerhalb der Union, weil Sie sagen, wir wollen den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen zu Moskau, weil Sie in Moskau gewesen sind. Wie ist da Ihre Position innerhalb der Union? Na, meine Position ist, das ist ein furchtbarer Angriffskrieg, ein Verbrechen und wir stehen natürlich auf der Seite der Ukraine, überhaupt keine Frage. Dieses Land braucht Solidarität und bekommt sie an einem auch riesigen Umfang und das auch berechtigt. Aber es ist auch eine Realität, Russland gibt es, wird es nach diesem Krieg geben. Es ist eine Realität und man muss mit diesem Land umgehen. Und alles jetzt kurz und klein zu schlagen, was es an Verbindungen mit den Menschen in Russland gibt, das halte ich für einen Fehler. Also jetzt, was jetzt passiert gerade in Richtung Kultur, dass keine russischen Künstler auftreten sollen oder dass Städtepartnerschaften gekündigt werden, dass der deutsche akademische Austauschdienst seine Kooperationen einschränkt. Wissen Sie, wir als Ostdeutsche, wir waren glücklich über jeden, der in der Zeit der Teilung gekommen ist aus der alten Bundesrepublik und hier gesprochen hat und Kontakte gemacht hat. Das hat viel verändert. Das ist Kooperation, dass es Gespräche zwischen Menschen gegeben hat. Gerade jetzt diejenigen, die flüchten wollen, weil sie eben nicht in diesen unsäglichen Krieg wollen, weil sie nicht eingezogen werden wollen in die russische Armee, dass die kommen können und sagen, komm, wir passen auf euch auf, ihr macht euer Studium, eure Ausbildung zu Ende und nach diesem Krieg könnt ihr zurückgehen. Das finde ich, sind solche Übersprungreaktionen, die jetzt passieren, die auch mehr Symbolik sind, aber ganz viel Schaden machen. Russland ist eine Realität und wir werden mit diesem Land umgehen müssen. Und wir als Deutsche, wir haben es ja selbst erlebt, nach diesem furchtbaren Krieg und dem Holocaust, ging es am Ende wieder zusammen. Oder die Serben und die Kroaten haben uns das neulich erzählt, fand ich auch sehr bewegend und absolut das richtige Beispiel. Man konnte sich in diesem Krieg nicht vorstellen, dass man miteinander jemals wieder etwas kann. Aber die nächste Generation wird es können. Und da ist es jetzt entscheidend, wie wir heute für diese Gruppe ansprechbar sind, dass sie eben auch Partner haben, die ihnen etwas sagen, dass sie das erleben, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir müssen differenzieren zwischen denen, die diesen Angriffskrieg verantworten und den Menschen in diesem Land. Nun wird ja in Deutschland immer gern schwarz-weiß diskutiert. Sie sind angegriffen worden als Putin-Knecht. Würden Sie heute noch mal hinfahren und telefonieren? Ja, es war doch total wichtig. Ich meine, mit dem russischen Präsidenten zu sprechen, war in der Vergangenheit auch sehr, sehr selten. Es gab wenig dieser direkten Kontakte. Und wir haben damals gesprochen über den Fall Nawalny beispielsweise in diesem Telefonat. In diesem Moment ging es um die Frage, überlebt dieser Mann im Gefängnis das? Er kriegt ja medizinische Versorgung. Und es war auch die Bitte der Bundesregierung, wenn es dieses Gespräch gibt, ob jetzt persönlich oder am Telefon, dann das ist das Thema. Dann ging es um die Krim, das war damals auch das Thema. Wie stark passiert jetzt da militärisch etwas? Zusammen im Gespräch zu sein, ist immer wichtig. Haben Sie da für Nawalny irgendwas bewirken können? Ja, war unmittelbar danach hat der russische Präsident sich geäußert und hat klargestellt, auch über Twitter, ihre Journalisten, Kollegen in Moskau waren sehr erstaunt und gesagt, sowas hat es noch nie gegeben. Dass der Nawalny alle medizinische Versorgung bekommt, die er braucht. Und das war ein wichtiges Symbol. Ich glaube, das ist nicht das, was ich gemacht habe, sondern es war am Ende etwas, was als Übermittler auch einer europäischen Position an ihn herangetragen worden ist. Und es war vielleicht auch alles vorbereitet. Aber jetzt so zu tun, als dürfte man mit niemandem mehr reden. Also die deutsche Außenministerin, die mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend fährt, auf versammelter Bühne beispielsweise ihren türkischen Kollegen da beleidigt, die in Deutschland gefeiert wird dafür. Das ist nicht meine Meinung. Ich habe immer gedacht, Diplomatie hat man dafür, dass man, auch wenn man sich noch so sehr als Gegner gegenübersteht, noch so sehr Interessenunterschiede hat, dass man trotzdem miteinander redet, weil es muss ja Menschen geben, die miteinander noch reden. Also ich habe da eine andere Haltung. Ich bin aber vielleicht auch noch eine alte Schule der Außenpolitik. Ich habe das anders hier in diesem Parlament, im Deutschen Bundestag gelernt. Und ich glaube, dass das eine Zeit war, in der Menschen auch Respekt vor der Geschichte hatten. Und wir haben jetzt eine Politikergeneration, die überhaupt keine Rückbindung mehr hat. Dass wir 70 Jahre Frieden hatten auf diesem Kontinent, hat doch etwas damit zu tun, wie wir Außen- und Sicherheitspolitik betrieben haben. Es gibt klare Kriterien, wie Deutschland sich verhält. Und die wird innerhalb von Wochen und Monaten, löst sich das alles gerade auf. Dass das den Menschen in diesem Land Angst macht, sagen, was sind denn jetzt die Planken, was sind denn die Kriterien, nach denen wir hier arbeiten,
habe ich absolutes Verständnis dafür. Und das ist, ehrlich gesagt, die Verantwortung dieser Bundesregierung. Sie handelt, sie tut, sie macht. Sie sagt uns heute etwas, stellen Sie mal vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr, diese Rüstungslieferungen, die wir jetzt gemacht haben, haben Sie vor einem halben, dreiviertel Jahr kategorisch ausgeschlossen. Jetzt findet das alles statt. Und am gleichen Tag, wo wir dann diese Panzerlieferungen zusagen, kommt die Forderung aus der Ukraine, jetzt bitte noch Kampfflugzeuge, jetzt noch Raketen, jetzt noch U-Boote. Dann kommt die Aussage der Bundesregierung, nein, werden wir auf keinen Fall machen. Was sollen die Deutschen glauben? Ursprünglich hieß es ja mal, wir werden keine letalen Waffen liefern, was immer das sein mag. Aber wenn man sich das in einer Linie anguckt, also Baerbocks Diplomatie, lassen wir das mal ein Lapsus gewesen sein, als sie vom Krieg gegen Russland sprach, die seltsamen Idiotie bei der Energiepolitik, sind die Grünen eine Gefahr für Deutschland? Also Sprache verrät Gedanken. Und wir haben ja jetzt doch eine ganze Reihe von Wortmeldungen gehabt, die immer wieder auch aus der Bundesregierung gesagt haben, wir sind in einem Wirtschaftskrieg mit Russland oder mit Putin oder wir sind im Krieg mit Putin oder. Und ich finde, darüber müssen wir miteinander reden in diesem Land. Das war ja auch der Antritt, den ich seit jetzt einem Dreivierteljahr immer wieder auch sage, fordere, diejenigen mit unterstütze und in Schutz nehme, die diese Diskussion bringen, welche Beteiligung darf Deutschland in diesem Konflikt haben, wie sehr müssen wir auf Diplomatie setzen. Das war mir sehr wichtig und es sind viele politische Menschen, die zum Teil mit mir gar nichts zu tun haben, aber ich finde, dass diese Wortmeldungen gehört werden und dass eine ernsthafte Diskussion darum stattfindet, das ist sehr notwendig. Und was mich am meisten besorgt, ist, dass wir diese fundamentale Position haben, nie wieder mit Russland. Schauen Sie, diese Nord Stream 1 Pipeline, die zerstört worden ist, ist ein Investment von 8 Milliarden Euro. Darüber können zwischen 50 bis 60 Millionen Kubikmeter Gas geliefert werden. Und diejenigen, die sich technisch auskennen, wissen, nach der Zerstörung hat man ein Dreivierteljahr bis ein Jahr Zeit. Wenn diese Pipeline bis dahin nicht gesichert ist, ist sie unwiederbringlich zerstört. Und wir müssen doch jetzt diejenigen sein, die sagen, wir sichern diese Infrastruktur. Und es kann sein, dass in den nächsten 5 Jahren das nicht möglich ist, weil dieser Krieg ist, weil wir dieses Verhältnis zu Russland ganz bewusst mit Sanktionen, wir wollen das gerade nicht. Aber es kann auch sein, dass in 5, 8, 10 Jahren diese Möglichkeit wieder da ist. Und wir erleben eine Politikerhaltung derzeit, die den Rückweg abschneiden will. Beim Thema Atomkraft, beim Thema Gas, beim Thema Kohle, auch jetzt bei diesen Fragen. Und das, finde ich, ist nicht richtig. Dagegen müssen wir auch Position beziehen. Wir müssen für die Zukunft Optionen offen halten. Nächste Politikergeneration, auch gesellschaftliche Entwicklung, müssen die Möglichkeit haben, Dinge anders zu entscheiden, als sie heute vielleicht als richtig gesehen werden. Sprechen Sie jetzt von einer Politikergeneration, um die Grünen nicht zu nennen, oder sind da alle gleichmäßig beteiligt? Ich denke, dass die Grünen sich auch verändern werden. Sie sind jetzt in einem riesigen Selbstbewusstsein, treffen Entscheidungen, weil sie politische Verantwortung haben. Und das geht sicherlich bis zur nächsten Wahl, vielleicht auch gar nicht so lange. Und dann wird auch da ein Zeugnis ausgestellt werden. Diese extremen Kostensteigerungen im Bereich der Energie, diese Deindustrialisierungstendenzen, die wir jetzt gerade schon erleben, diese auch gesellschaftlichen Verwerfungen, weil eben das Thema Migration nicht richtig angepackt wird, da werden natürlich die politischen Verantwortlichen dann gesehen. Und das ist die aktuelle Bundesregierung, die besteht aus 3 Parteien und jeder wird am Ende bei der nächsten Wahl ein Zeugnis bekommen. Nun vertreten Sie eine andere Linie bei Russland und sei es auch nur in den Nuancen als der CDU-Vorstand. Sie scheinen in Sachsen ohnehin einen sehr eigenständigen Kurs zu fahren. Würden Sie heute noch mal in die CDU eintreten? Ja, natürlich. Das ist die Partei, die ich damals gesehen habe als Jugendlicher, die für die deutsche Einheit stand. Sie ist bei der genauen Beschäftigung, wenn man dann etwas älter wird und sich mit Politik beschäftigt, die Partei, die für soziale Marktwirtschaft eintritt. Ich habe dieses sozialistische Experiment gesehen. Ich wollte das auf keinen Fall. Ich wollte aber auch nicht diese komplette Kapitalismus. Ja, ich finde dieser Gedanke von sozialer Marktwirtschaft, insgesamt auch, dass Konflikte in diesem Land nicht eskaliert werden bis zum Letzten,
dass politische Parteien nicht als Feinde gegenüberstreiten, sondern dass wir sicherlich Konkurrenten und Wettbewerber sind, aber dass im Kern wir immer miteinander Dinge klären können und klären können müssen und dass wir es auch immer geschafft haben. Das hat mich immer beeindruckt und ich fühle mich in der CDU auch sehr wohl. Im Augenblick will die CDU aber die Dinge mit Hans-Georg Maaßen gerade nicht klären, sondern ihn einfach rauswerfen. Sie hatten da auch einen etwas distanzierteren Blick drauf. Ja, noch einmal, wenn man den Maßstab ansetzt, dass immer alles so sein muss, wie man es selber denkt, dann wird es erstens sehr schnell einsam und zweitens auch sehr langweilig. Ich fand immer die Diskussion spannend, wo Menschen, kluge Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Sichtweisen haben und miteinander sprechen. Ich habe in der Zeit im Deutschen Bundestag so großartige Debatten gehabt mit wirklich sehr konservativen Knochen aus der CSU. Und es waren die spannendsten Abende. Ich habe mit Kurt Biedenkopf, Georg Milbrath viel Zeit verbracht und wir sind als junge Leute daran gewachsen, dass wir das so erleben konnten. Und ich freue mich heute, mit Freunden aus Nordrhein-Westfalen zusammen zu sein und über Politik zu sprechen, über die Frage, wie Migration gelingt, wie kultureller Reichtum in so einer Gesellschaft da ist. Und ich finde es total spannend, weil ich es selbst so nicht erlebe, weil ich das erleben will, wie es geht und daraus lernen will. Und wir haben hier eine einzelne Person bei 380.000 Mitgliedern, die einen tiefen Schmerz hat, wirklich auch viele Verletzungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten mit sich trägt und das immer wieder auch zur Schau stellt. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das alles so gekommen ist. Man merkt an seinen Wortmeldungen, wie verletzt er ist und er stößt damit unglaublich viele Menschen vor den Kopf. Mir wäre es lieber, man würde ihm jetzt gar nicht diese Bedeutung zugeben, auch in der öffentlichen Debatte. Aber es ist eben eine schiefe Ebene mittlerweile entstanden, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Beschluss für ein Ausschlussverfahren führen wird. Und dann ist man in einem erstens richtig öffentlich breiten Prozess. Es wird hoch und runter diskutiert werden. Man wird über Monate und Jahre sich damit beschäftigen, mit ungewissem Ausgang. Das ist halt so. Werden Sie dafür stimmen, für den Ausschluss? Ich bin im Kern nicht für solche Ausschlussverfahren. Ich habe das oft genug erlebt, hier in Berlin, in der Bundestagsfraktion, auch im Freistaat Sachsen. Mir wäre es lieber, wenn wir klar machen würden, das ist hier nicht unsere Meinung, das ist hier nicht unsere Haltung. Aber ich vermute, es wird eine deutliche Mehrheit geben für diesen Ausschluss. Im Gespräch ist auch ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Werteunion. Da hätten wir dann 4.000 Mitglieder, zum Teil Mitglieder der CDU, die entweder austreten sollten oder irgendwie zu Außenseitern werden. Auch eine gute Idee? Ja, es ist auch eine Entwicklung. Ich habe das bei Freunden in Sachsen gesehen, die da auch mit engagiert waren in der Werteunion und jetzt mir sehr, sehr klar gesagt haben, was für ein Irrweg sie das alles halten, wie das auch zu einer Entfremdung führt. Wir brauchen solche Institutionen nicht. Also ich halte den Antritt auch für den falschen. Ja, wir haben damals auch andere Gruppierungen, die sich immer wieder auch separieren wollen. Ich habe als Generalsekretär immer gesagt, bringt euch ein, kommt mit euren Themen, werbt dafür auf dem Landesparteitag, auf dem Bundesparteitag, in den Ortsverbänden, gerade das macht Partei lebendig. Also dieses Sektieren in einzelne Gruppen und sich dann aber gegenseitig bestärken und die anderen sind ja die Gegner, das kann nur ins Verderben führen. Aber konserviert man mit diesen Abstoßungsbeschlüssen nicht eigentlich gerade diese kleinen Sektierer, also das im Kleinen innerhalb der Union und auch die AfD wäre möglicherweise schon weg, wenn sie nicht in so einem Konkon gehalten würde? Ja, es ist, ich glaube, es gibt kein Null und Eins, aber richtig ist natürlich, wir leben in diesem Land und wenn ich sie verstoße, sind sie trotzdem noch da. Und das Zusammenleben, die Einheiten, je kleiner sie werden, je deutlicher wird es am Ende, lebt davon, dass wir, auch wenn wir jetzt an einzelnen Positionen sehr unterschiedliche Meinungen haben, uns trotzdem jeden Tag begegnen müssen und einen Umgang miteinander finden müssen. Und wenn wir uns ausgrenzen, radikalisieren wir. Das ist der Punkt. Ja.
Trotzdem, es gibt Grenzen dessen, wo man sagen muss, jetzt ist mal der Punkt erreicht, wo wir auch für aus Verantwortung für die Demokratie, für dieses Land einfach mal Schluss sagen müssen. Nun kennen Sie ja auch im Prinzip eine sehr pauschale Sachsen-Schelte. Also Ostdeutschland insgesamt ist anders, Sachsen ist nochmal ganz besonders. Wie gehen Sie damit um? Tickt Sachsen irgendwie anders? Ja, ich hoffe. Aber ich liebe das Land und ich finde, das ist, macht es ja auch reich. Ich finde dieses Bild sehr schön mit der deutschen Einheit. Hat dieses Land eben wieder zwei Lungenflügel. Und es ist wie bei Menschen, wenn man zwei Lungenflügel hat, kann man gar nicht nur mit einem atmen. Aber wenn man zwei hat, ist man auch viel stärker. Und dies mit so einem Selbstverständnis anzunehmen gegenüber Osteuropa, jetzt auch gegenüber dem Krieg. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Und das ist jetzt nicht ein Problem, sondern das macht uns reicher. Ich finde das spannend, dass es jemanden gibt, der aus Nordrhein-Westfalen kommt und ganz anders denkt als ich. Es gibt jemanden, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Erklär mir, warum ist eigentlich deine Meinung zu den Waffenlieferungen so? Mich interessiert das. Ich will davon lernen. Und warum siehst du es anders? Wenn wir diese Haltung haben und diese Neugier und dieses Verständnis, diesen Respekt miteinander. Respekt heißt ja nicht, dass ich die Meinung akzeptiere, dass vielleicht ich muss sie noch nicht mal tolerieren, aber ich respektiere sie, ich respektiere ihre Meinung und ich will darüber ins Gespräch kommen. Das ändert die Gesellschaft, das gesellschaftliche Klima. Wir erleben gerade in den letzten Jahren genau das Gegenteil. Vielleicht ist das auch ein bisschen diese Medienrevolution, die wir gerade haben, die alles so ein bisschen durcheinander bringt. Aber wir brauchen, ehrlich gesagt, mit diesem Thema Internet, mit den sozialen Medien, so einen etwas jetzt aufgeklärten und emanzipierten Umgang. Weil so kann das nicht weitergehen, dass wir uns immer nur in diese Blasen zurückziehen, wo die Leute genau sagen, die Meinung haben wie ich und die anderen sind alle blöd. Also das wird der Gesellschaft nicht gut tun. Aber ist denn diese Neugier eigentlich eine Zweibahnstraße, um das mal so zu sagen? Wir sehen hier gerade Bilder von 1989. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Ostdeutschen, also der Teil Deutschlands, der für seine Freiheit auf die Straße gegangen ist, aus westdeutschen Bundesländern, alten Bundesländern, wie auch alt die immer sein mögen, so ein bisschen mit Naserümpfen betrachtet werden, weil die eigentlich noch nicht so richtig in der Demokratie anders angekommen sind. Mit anderen Worten, wir wissen es schon besser. Manche Leute sagen dann, ja, die sollen mal den Soli zurückzahlen, die haben sich nicht so entwickelt, wie wir das gehofft hatten. Also da ist im Prinzip kein Interesse an der ostdeutschen Sicht da, sondern man will sie umschulen. Ja, das ist ein Stereotyp. Es gibt genau das Gegenteil, wenn man das von der anderen Seite sehen will. Und ich habe Freude daran, das aufzubrechen und mich in Runden zu bewegen, in denen Menschen da sind, die dieses Interesse haben und es auch vorzuleben. Ich freue mich immer über Begegnungen in anderen Bundesländern, nehme diese Einladung, wenn ich kann, immer ernst an, weil ich da auch Danke sagen kann für dieses Gemeinsame seit 1990. Ich meine, diese deutsche Einheit ist entstanden wegen den Menschen, die damals auf der Straße waren. Die hatten den Mut, die haben die Mauer eingerissen, die wollten dieses sozialistische Experiment beenden. Aber dass wir so weit gekommen sind heute, das hat was damit zu tun, dass West und Ost, dass so viele in der alten Bundesrepublik so solidarisch waren und diese gigantische patriotische Leistung, das haben wir doch gemeinsam gemacht. Und da können wir auch gerne ab und an mal Danke sagen an die Partnerbundesländer, an die Menschen in der alten Bundesrepublik. Und am Ende sind wir heute in dem besten Deutschland, was wir je hatten. Und jetzt haben wir dieses Auseinandergehen wieder, Ost und West. Jetzt auch mit dieser Frage mit dem Waffenlieferung, dem Krieg. Und ich glaube, das braucht eine gewisse Führung, die ganz bewusst das zusammenhält. Und auch, ich finde ja noch einmal, es gibt unterschiedliche Positionen und die sind auch legitim. Und lass uns darüber sprechen. Haben Leute mit DDR-Erfahrung oder Diktaturerfahrung bessere Antennen für Gängelung, für Bevormundung? Ist das möglicherweise ein Grund für eine Sondersozialisierung im Osten? Ich finde, man soll es nicht so pauschalisieren, ja? Sondern man muss auch nicht immer gleich nach dem Grund suchen, ja? Sondern es kann man nicht einfach das so nehmen, wie das ist. Warum muss ich jetzt gleich einen Grund suchen? Warum muss ich gleich eine Erklärung oder eine Entschuldigung suchen? Warum reden wir nicht über diese unterschiedlichen Sichtweisen? Warum beispielsweise Polen ganz klar der Meinung ist, wir wollen eine Grenzsicherung an der EU-Außengrenze? Wir haben bei dem Thema Migration eine andere Meinung. Warum kann man das nicht einfach als Thema so nehmen? Warum können wir nicht Menschen, die aus Ost und West sagen, mit den Waffenlieferungen, das glauben wir, ist so
nicht das Richtige. Wir müssen als Deutsche da eine andere Position haben. Warum können wir nicht darüber reden? Warum können wir diejenigen, die sagen, wir wollen mehr Diplomatie und darüber sprechen, wie das geht, nicht einfach ganz genau so respektieren wie die anderen? Hat Angela Merkel eigentlich mal mit Ihnen über Ihre Sicht auf die Sächsische Union gesprochen? Oft. Angela Merkel war und ist eine wirklich wichtige Persönlichkeit. Sie sehen an diesem Blick durchaus auch eine gewisse Sympathie, zumindest von mir. Bei ihr erkennt man sie jetzt gerade nicht so. Da ist es so, wir haben an vielen Punkten unterschiedliche Meinungen. Bei dem Thema Corona haben wir uns gestritten und auch wirklich gestritten. Und ich glaube, da war sie auch teilweise sauer auf mich. Beim Thema Asyl und Flüchtlinge. Und trotzdem, sie hat dieses Land in Frieden gehalten und zusammengehalten. Und sie hat in die Wissenschaft investiert. Dieses Land ist in ihrer Zeit stärker geworden. Viele Dinge, die wir heute jetzt erleben, die jetzt alle sich auflösen, die sind in ihrer Zeit nicht passiert. Und sie hat diesen Zusammenhalt, Bund und Länder. Das werden Sie merken in den nächsten Monaten und Wochen, wie elementar das wichtig ist und wie sehr diese aktuelle Bundesregierung das so mit Füßen tritt. Das ist kein gutes Konzept. Ich frage das auch, weil ich mich an Episoden hinter den Kulissen erinnere. Ich habe sie ja lange begleitet, wo sie doch über die Sächsische Union, sagen wir mal, mit einer gewissen Distanz gesprochen hat. Also ich weiß nicht, ob es damals keinen Arbeitnehmerflügel gab, aber insgesamt mit dieser Haltung sei die Union insgesamt nicht anschlussfähig, wenn die sich durchsetzen. Das hat sie wohl so gesehen. Also muss es doch zwischen ihnen beiden da auch auf dem Gebiet mehr oder weniger gekracht haben. Ja, also ich glaube, das war eher eine Diskussion mit meinen Vorgängern. Aber insgesamt ist natürlich, sind Menschen, die eher aus dem Norden kommen und von der Küste, und sei es die Ostsee, und die Mentalität derer zu den Sachsen, die ist schon auch anders. Gut, lassen wir das mal so stehen, ohne jetzt in die Details dieses Andersseins zu gehen. Sie haben sich ja auch, Corona haben Sie gerade angesprochen, in der Corona-Zeit heftig gestritten auf offener Straße. Wir haben da mal einen Videoeinspieler, wo Sie beim Schneefegen erwischt wurden. Es gibt für die europäische Arzneimittelzulassung ein standardisiertes Verfahren. Das gilt für jeden Impfstoff. Aha. Es braucht eine hohe Anzahl, tausende Leute, die geimpft werden müssen, aus verschiedenen Gruppen, ältere, jüngere, Vorerkrankte nicht, aus verschiedenen auch Populationen. Was hat das gebracht? Sie haben immer wieder den frontalen Kontakt zum Teil beim Zuschauen bis zur Schmerzgrenze gesucht, in einer Nähe, wo man den Atem des Gegenübers gewissermaßen spürt. Haben Sie Einzelne damit überzeugt? Haben Sie da einen Effekt ausgelöst? Naja, die Frage, was hat das gebracht, ist ja schon erstmal, habe ich kurz Luft angehalten, sagen, was bringt es, miteinander zu sprechen? Ich meine, was ist die Alternative? Wenn jemand kommt und mit Ihnen sprechen will, dann ist das ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das nicht zu tun. So, jetzt ist das am Gartenzaun und im privaten Umfeld, finde ich, ist so Grenzen, wo man sagen muss, das ist überschritten, so geht es nicht. Aber im Kern erst einmal, wenn jemand ein Gespräch führen will, muss man das tun. So. Und ich vermute, auch aberlebt, dass wir eine ganze Reihe von Menschen, die da sehr festgelegt, sehr hart sind, nicht überzeugen. Menschen, die das beobachten, drumherum stehen, werden sich ihre Meinung bilden. Und ich glaube, da ändert sich etwas. Aber es ist wie der Punkt mit dem Ausschließen. Ja? Jemanden, der ein Gespräch möchte, zu sagen, ich rede nicht mit dir, ist ein Ausschließen, ist ein Zurückweisen, ist letzten Endes wieder ein Punkt auch zur Radikalisierung. Ob mir Menschen erreicht, sie verändert zum Thema Corona-Impfung oder zum anderen Punkt, weiß ich nicht. Aber es ist mit Sicherheit ein Beitrag dazu, dass sie nicht noch stärker sich abwenden von politischen Prozessen, von politisch Verantwortlichen. Also zumindest das Gespräch, ein respektvolles Gespräch miteinander, führt nicht dazu, dass man sich weiter radikalisiert. Das Zurückweisen, das Verweigern von Gesprächen ist genau das. Ist Ihre Nähe eine Art Erfolgsgeheimnis? Und wie würden Sie vor dem Hintergrund bewerten, dass die Bundesinnenministerin gewissermaßen aus dem Amt Wahlkampf in Hessen machen will und bei Niederlage dann wieder zurückgehen? Ist das ein erfolgreiches Konzept? Ich bin Frau Faeser, also ich erst mal sagen, mit dem positiven Beginn sehr dankbar, weil sie im Gegensatz zu diesem Bundesjustizminister, der ja wirklich eine Realitätsverweigerung betreibt in vielerlei Punkten, sehr klar beim Thema Telegram gesagt hat, ja, das ist ein Problem.
Das muss ich nämlich auch sagen. Diese Zehntausende, die sich da in einzelnen Gruppen zusammen immer weiter radikalisieren. Und wir haben ja auch Gerichtsverfahren und ähnliches. Sie war diejenige, die losgelaufen ist, die das als Thema ernst genommen hat. Das fand ich richtig. Sie hat Grenzen des Ganzen, was sie jetzt tut, die finde ich schade, weil ich glaube, sie sieht das mit dem Thema Migration wie die meisten. Sie muss da jetzt handeln, das tut sie nicht. Sie ist da blockiert. Und weil sie eine Fixierung im Kampf gegen rechts hat? Weil sie, glaube ich, zu sehr ihre Parteibasis und die Jugendorganisation im Blick hat und nicht die gesellschaftlichen Realitäten. In Hessen wird das nicht anders sein als in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen oder in Baden-Württemberg. Wenn die Turnhalle im Ort belegt werden muss, weil es die einzige Möglichkeit ist, werden die Leute sagen, stopp. Und nochmal, die Menschen in Deutschland sind doch unglaublich solidarisch. Es geht doch nicht um das Ob, sondern es geht um das Wie. Wie Joachim Gauck gesagt hat, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt und wir werden ja immer wieder was tun. Wir können ja auch in den Herkunftsländern noch viel mehr tun. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ist das jetzt richtig, dass jetzt Turnhallen belegt werden? Also da finde ich, hat sie einen Punkt, wo sie mehr tun könnte. Sie könnte bei der Ausweisung der sicheren Herkunftsländer mehr tun. Und bei dem Wahlkampf, das ist ehrlich gesagt jetzt auch müßig, darüber zu reden. Sie kennen die Antwort, stellen mir die Frage und wissen, dass die Antwort kommt. Es ist natürlich viel überzeugender, wenn ich in den Wahlkampf gehe und sage, so, ich bin jetzt Bundesinnenministerin. Sie sehen, ich war hier im Kabinett, ich war wichtig, aber Hessen ist mir noch wichtiger. Ich werde jetzt aufhören, ich will nur das werden. Das tut sie nicht, das wird eine Wirkung haben, das wird Boris Rhein helfen, von dem ich auch wirklich hoffe, dass er gewählt wird, weil es ein sehr ruhiger, kluger und sachverständiger Mensch ist, der diesem Land gut tut und uns als Ministerpräsidenten mit seiner Art sehr gut tut. Dann haben wir diesen Wahlkampfblock auch noch drin. Ich habe jetzt noch zwei Fragen auf dem Zettel. Die eine ist, wer wird der nächste Kanzler? Ja, es ist noch ein bisschen Zeit, aber wir haben jetzt mit Friedrich Merz erstmal jemanden, der die Partei und die Fraktion sehr geeint hat, viele Konflikte beseitigt hat, mit dem neuen Grundsatzprogramm eine gute Aufstellung organisiert. Sie sehen bei dem Thema jetzt auch gerade Russland, Umgang damit haben wir sehr unterschiedliche Meinungen. Das kann ich nur sagen, ich finde die Art, wie wir damit umgehen, ist fair und anständig. In der Sache wünschen die Menschen sich, zumindest diejenigen, die diese Waffenlieferung ablehnen, die mehr Demokratie haben wollen, natürlich etwas anderes, das muss man auch sagen. Ich hatte hier schon Gesprächspartner aus der Union, die sich sehr klar für Friedrich Merz festgelegt haben. Da sind Sie, glaube ich, noch ein bisschen unscharf. Als Kanzlerkandidat? Als Kanzler als Nächsten. Das impliziert, dass man vorher Kanzlerkandidat ist. Ja, also er ist unser Parteivorsitzender und er hat den Zugriff. Und wenn man ihn erlebt mit der Freude, die er da rangeht, er will das werden und er wird es dann auch werden. Abschlussfrage, ist RB Leipzig ein ostdeutscher Verein? Ja, natürlich. RB Leipzig ist ein der Hammer. Es ist, ich liebe die Leute da, ich liebe diese Fans, die in diesem Stadion sind, die Erfolge. Es ist ein toller Erfolg, dass es uns gelungen ist, in den neuen Bundesländern so eine Mannschaft zu haben, die so erfolgreich ist und vor allen Dingen, wenn man einmal da war, dieses Klima, dieses friedliche Klima, ist wirklich so ein Verein, da kann man mit den Kindern hingehen, da braucht man überhaupt keine Sorge haben. Und die ziehen im Grunde genommen den ganzen Sport, den ganzen Fußball nach oben. Ist immer schwierig, wenn man aus Dresden kommt, Dynamo Dresden oder Erzgebirge Aue. Auch tolle Mannschaften, auch eine irre Leistung, die dahinter ist. Aber wenn man mit den Verantwortlichen spricht, werden auch die sagen, naja, dadurch, dass es das gibt, dass diese Sichtbarkeit gibt, profitieren wir auch davon. Und also, ja. Haben Sie vielen Dank. Das war Schuler fragen, was ist, mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer über das, was zwischen Ost und West passieren muss, über die Bundesregierung, Migration und die anderen wichtigen Themen, die uns heute bewegen.